Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander-Krieger und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Anruf Kohle und unnützem Wissen. Ja, heute gibt es nämlich beides in einem. Ich werde gleich Abonnenten anrufen und werde denen ein paar Fragen stellen. Und zwar folgende. Die erste Frage. Wie heißen die Innenflächen in gedruckten Buchstaben? Bei wie vielen Metern liegt der Rekord im Handyweitwurf? Welche zwei Säugetiere legen Eier? Was bedeutet das japanische Wort Nintendo? Wie viele Zacken hat ein Kronkorken? Was bekam John F. Kennedy zu seinem 21. Geburtstag? Zu welchem Land hat Deutschland die längste Grenze? Was ist das Riesending? Ja, da werden schon schöne Antworten kommen. Und wie viel ist ein Kilogramm Gold wert? Und die letzte Frage, welche Insekten sind die einzigen, die rückwärts fliegen können? Diese Fragen werde ich den Abonnenten stellen und sollte jemand eine einzige Frage richtig beantworten, dann kriegt er 100 Euro. Sollten die 100 Euro heute nicht rausgehen, dann klatschen wir die nachher im Livestream raus. So einfach sieht das Ganze aus. Der Livestream wird, ich denke mal, so gegen 16 Uhr beginnen. Die Verlosung der Kohle natürlich ein bisschen später. So, aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. Wir suchen uns jetzt mal den ersten Abonnenten aus. Hier haben wir den Tom. Der Tom kommt aus Fieselbach. Aus Fieselbach. Also wenn er rangeht, kann er sich freuen. Und den rufen wir direkt mal an. Der Tom aus Fieselbach. Wurde von seinem besten Freund angemeldet. Da klingelt's. Gucken wir mal, ob der Tom rangeht. Wenn nicht, nehmen wir uns einen anderen. Hallo, hier ist die Mobilbox. Das ist natürlich sehr ärgerlich für den Tom. Ha! Wenn er das Video sieht, schreibt ihm mal einen schönen Gruß vom Commander Krieger rein. Der hat dich heute angerufen. Jetzt rufe ich den Max an. Der Max kommt aus Üdern. Nee, Üdem. Kann man hier überhaupt nicht lesen. Max, komm hier. Hallo Max, habe ich den Max dran? Ja, wer ist da? Ich bin der Commander Krieger und du bist gerade ja, live dabei bei Anruf Kohle. Du kannst 100 Euro gewinnen. Ich stelle dir 10 Fragen. Beantwortest du eine richtig, kriegst du 100 Euro. Ist das okay? Krieger? Ja! Ist das gerade dein Ernst? Das ist mein Ernst, immer. Also, pass auf. Du hast nicht viel... Du hast nicht viel Zeit. Ich war gerade zugeschockt, tut mir leid. Okay, alles klar, pass auf. Ich stelle dir 10 Fragen. Wenn du eine richtige Antwort abgibst, dann kriegst du von mir 100 Euro in Form einer Paysafe-Karte. Alles klar, okay. So, wichtig ist, ganz, ganz, ganz wichtig ist, du darfst jetzt nicht irgendwie googeln. Das heißt, du musst relativ schnell die Antworten raushauen. Ja, alles klar, ich sitze gerade im Wohnzimmer. Erste Frage, wie heißen die Innenflächen in gedruckten Buchstaben? Alles klar, nächste Frage. Okay, die heißen Punzen. Bei wie vielen Metern liegt der Rekord im Handy-Weitwurf? Ich gebe, weil ich nett bin, dir plus minus 5 Meter. Im Handy-Weitwurf? Ja, jetzt stell dir vor, du nimmst so dein Handy und ja! Wie weit kommst du? 60 Meter. Das wären also 55 bis 65 Meter, es sind 101 Meter. Oh, komm, ey. Welche zwei Säugetiere legen Eier? Nächste Frage. Das wären das Schnabeltier und der Ameisenigel gewesen. Was bedeutet das japanische Wort Nintendo? Keine Ahnung. Legt das Glück in die Hände des Himmels. Okay, das war ein bisschen schwieriger, aber jetzt. Wie viele Zacken hat ein Kronkorken? Wie viel nochmal? Wie viele Zacken hat ein Kronkorken? Ich habe keine Ahnung. 21. Jetzt vielleicht ein bisschen Glück, ein bisschen Glück. Was bekam John F. Kennedy zu seinem 21. Geburtstag geschenkt? Call of Duty Modern Warfare. Kennedy. Keine Antwort, aber es war leider nur eine Million Dollar. Da war er bestimmt nicht glücklich drüber. Du kommst aus Nordrhein-Westfalen, ne? Ja. Zu welchem Land hat Deutschland die längste Grenze?
Oh, Krieger, was machst du mit mir, ey? Ja, ich meine 100 Euro. Ja, ich müsste jetzt raten. Rate. So eine Idee? Nee. Dann sag ich mal Niederlande. Ah. Ich hab keinen Plan, aber. Leider nicht. So, jetzt kommt was, und zwar, das ist wirklich so. Was ist das Riesending? Das Riesending ist eine Bezeichnung für etwas, was es in Deutschland gibt. Was, wenn man vom Riesending spricht, was meint man? Und jetzt bitte sag es nicht. Nein, ich sag's. Okay. Was ist das Riesending? Ein Kettenkarussell. Die tiefste Höhle Deutschlands in Berchtesgaden. Aber du hast noch zwei. Du hast noch zwei Möglichkeiten. Wie viel ist ein Kilogramm Gold wert? Wie viel Euro ist ein Kilogramm Gold wert? Ich habe keine Ahnung. Was sind das für Fragen? Ja, das... Sag mal, 10.000 Euro. Ja, 34.000. Ja, so, jetzt letzte Frage. Ja. Jetzt hofft er so nach dem Motto, wie heißt du mit Vornamen oder so? Nee. Welche Insekten sind die einzigen, die rückwärts fliegen können? Welche Insekten? Welche Frage her, bitte? Welche Insekten können rückwärts fliegen? Herr Matika, darf ich dir mal eine Frage stellen? 3, 2, 1. Hummeln! Max! Die können rückwärts fliegen? Hummeln können, sind die einzigen Insekten, die rückwärts fliegen können. Lieber Max, es tut mir leid, dass du ohne Kohle hier heute rausgehst, aber ich werde gleich noch einen Abonnenten anrufen oder noch einen Zuschauer. Und heute ab 16 Uhr wird ein Livestream kommen und da werden, wenn der andere Kollege diese Fragen auch nicht beantworten kann, da wird die Kohle rausgehauen. Also die 100 Euro gehen heute auf jeden Fall raus. Die sind jetzt gerade ungefähr, was weiß ich, wie viele das Video schauen werden. Sagen wir mal 20.000 Leute. 20.000 Leute sind dir jetzt schon mal dankbar, dass du keine richtige Antwort abgegeben hast. Aber du sagst jetzt natürlich, ja, woher hätte ich das denn wissen sollen? Hättest du Commander Krieger unnützes Wissen dir schon mal angeschaut? Ich wusste es, ohne Scheiß, ich wusste Dann hättest du zum Beispiel die Innenflächen der gedruckten Buchstaben gewusst oder wie viel Zacken ein Kronkorken hat. Das wären dann schon mal so Antworten gewesen, die du auf jeden Fall hättest finden können. Oder das japanische Wort Nintendo. Dann haben wir hier den Mika. Der Mika schreit in sein Kissen, wenn er sauer ist. Er wird direkt mal angerufen. Mika! Kommt aus Bremen. Der Mika aus Bremen. Klingeltut. Och Mann, schreit in sein Kissen, wie geil ist das denn? Kriegt er irgendwie so einen Trostzehner, wenn er ins Kissen brüllt. Guten Tag, Sie sind verbunden. Nee, Sie sind verbunden. Nee. Der Uwe aus Aurich. Der Uwe aus Aurich, den rufe ich jetzt an. Und dann schauen wir, ob er die Fragen beantworten kann. Kleiner Reim für euch. Oliver aus Guben. Ich habe keine Ahnung, wo Guben ist. Was haben wir denn? Spielt auf Battlefield 4 mit lauter Stimme. Frühaufsteher, gutes Allgemeinwissen. Nachbar beschwert sich. Oder einer von Steam, der seine Konkel gesperrt ist, der Verarschungsgrund. Wir verarschen ihn nicht. Ich kann ja Kohle gewinnen. Ja. Schönen guten Tag, habe ich einen Audio am Apparat? Ja. Hier ist der Commander Krieger, herzlich willkommen zu bei Anruf Kohle. So, dein Kumpel Martin hat dich angemeldet und hat gesagt, ey, du hast ein sehr geiles Allgemeinwissen und deshalb stelle ich dir 10 Fragen. Wenn du eine davon richtig beantworten kannst, kriegst du 100 Euro. Bock? Ja, klar. Ja, klar.
So, wie heißen die Innenflächen in gedruckten Buchstaben? Zum Beispiel dem kleinen B. Wie heißen die Innenflächen in gedruckten Buchstaben? Zum Beispiel den kleinen B. Sorry, kann ich nicht sagen. Das sind die Punzen. Dann, bei wie viel Metern liegt der Rekord im Handy-Weitwurf? So plus minus 5 Meter. 55? 101 Meter wären das gewesen. Ach du Heiliger. Ach du Scheiße, ne? Welche zwei Säugetiere legen Eier? Es gibt nur zwei Säugetiere, die Eier legen. Schnabeltier und... Ja? Ja? Das dritte weiß ich nicht, sorry. Nein! Der Ameisenigel! Ach Mann. Aber na dran, vielleicht schaffen wir es noch. Was bedeutet das japanische Wort Nintendo? Ich wusste es mal. Kann ich nicht sagen. Leg das Glück in die Hände des Himmels. Okay. Wie viel Zacken hat ein Kronkorken? 14? 21. Was bekam John F. Kennedy zu seinem 21. Geburtstag geschenkt? Keine Ahnung. Rate. Warte mal. Rate einfach mal. Pistole? Auch schön, aber eine Million Dollar war's. Wenn sonst nichts ist. Ja, ne? Was? Oder zu welchem Land hat Deutschland die längste Grenze? Polen? Leider Österreich. Was, wirklich? Was ist das Riesending? Es gibt in Deutschland etwas, das heißt Riesending. Was ist es? Berliner Fernsehturm? Die tiefste Höhle Deutschlands in Berchtesgaden. Wie? Aber vielleicht weißt du das. Wie viel ist ein Kilogramm Gold wert? 4.000, genau. 34.000. Letzte Frage, die ist auch machbar. Welche Insekten sind die einzigen, die rückwärts fliegen können? So. Du, sorry, ich weiß nicht. Pass auf, das ist die letzte Möglichkeit. Rate einfach, irgendein scheiß Insekt, was fliegen kann und was rückwärts fliegen kann. Es gibt nur eins. Das ist fies. Ja, fies ist das nicht? Ja doch, wenn man sich weiß. Rate mal. Mir fällt gerade kein Insekt ein. Es wäre die Hummel gewesen. Die was? Die Hummel. Die dicke, fette Hummel. Okay. Tut mir leid. Aber, Oliver, heute um 16 Uhr startet ein Stream und dir sind alle Zuschauer jetzt riesengroß dankbar, weil du hast ihnen die Möglichkeit geboten, diese 100 Euro noch zu gewinnen. Weil die 100 Euro gehen heute auf jeden Fall weg und sie gehen dann im Stream weg. Irgendeiner wird die dann gewinnen. Wenn du Bock hast, kannst du ab 16 Uhr auch ins Stream kommen. Vielleicht hast du da dann ein bisschen mehr Glück. Ja, liebe Freunde, das war mal eine Folge bei Anrufkohle kombiniert mit unnützem Wissen. Es tut mir leid, die Kohle bleibt beim Commander. Was hätte ich machen sollen? Ich meine, die Chance hatten sie ja. Haben sie leider nicht genutzt. So, aber 16 Uhr geht der Stream los. Wir werden heute, was werden wir zocken? Wir werden heute Battlefield 4 irgendwann ein bisschen spielen. Wir werden ein bisschen WWE Wrestling, werde ich mal ein bisschen wieder versuchen, neu zu erlernen. Was haben wir denn noch? GTA, wie immer. Es wird immer GTA kommen, weil GTA ist momentan das Spiel, was mich am meisten flasht. Wir spielen nur auf der PS4. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Es werden ein paar coole Jungs werden noch mit am Start sein. Vielleicht machen wir gegen Ende, gegen abends ein kleines FIFA-Turnier. Und natürlich wird die 100 Euro Paysafe-Karte rausgehauen werden. Also kommt am besten rein, seid dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Schaut meine Videos, da könnt ihr auch vielleicht die eine oder andere Frage beantworten. Tschüss.